Herr Brandt, Axpo hat per Ende September das Geschäftsjahr abgeschlossen. Sind Sie mit den Zahlen zufrieden? Ja, also ich glaube, es ist ein gutes Ergebnis in einem sehr, sehr volatilen Umfeld. Das Zusammenspiel der verschiedenen strategischen Aktivitäten der Organisation hat gut funktioniert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen sehr guten Job gemacht. Im vergangenen Jahr konnte Axpo die Wind- und Solarenergie weiter ausbauen. Haben sich die Rahmenbedingungen dafür in der Schweiz demnach verbessert? Nein, haben sie nicht. Der Ausbau von Wind und Photovoltaik hat auch im vergangenen Jahr primär im Ausland stattgefunden, wo die entsprechenden Rahmenbedingungen einfach wesentlich besser sind als in der Schweiz. Es ist eine Frage des Wollens und des Könnens, oder des Dürfens und des Könnens, besser gesagt. Wir dürfen gar nicht, weil wir keine Bewilligungen kriegen. Und wir können nicht, weil es in meisten Fällen in der Schweiz aufgrund der Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich wäre, große Anlagen zu bauen. Wie wird sich die Volatilität der Energiepreise in Zukunft auf die Zahlen der Axpo auswirken? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also auf der einen Seite haben wir unsere Produktion in der Schweiz abgesichert, jeweils auf 3 Jahre in die Zukunft. Das heißt, in diesem Zeitraum macht uns die Volatilität relativ wenig aus. Darüber hinaus ist es dann natürlich eine andere Frage. Ich glaube, ganz generell wird die Volatilität zunehmen an den Märkten, nicht zuletzt auch durch den starken Zubau von erneuerbaren Energien. Und ich glaube, die Kunst ist eben mit der Volatilität dann auch umzugehen, gut. Und ich denke, das ist eine Frage auch eines guten Risikomanagements. Und ich denke, das haben wir. Das Rahmenabkommen mit der EU ist gescheitert. Somit steht es auch schlecht um ein Stromabkommen. Was hat dies für einen Einfluss auf die Axpo? Ich glaube, die wichtigere Frage ist, was hat das für Einfluss auf die Versorgung der Schweiz mit Strom? Und je nachdem, wie politisch jetzt agiert wird, kann das einen gravierenden Einfluss haben ab 2025, ein fehlendes Stromabkommen, weil die sogenannte 70%-Regel dann in Kraft treten wird, wonach 70% der Kapazitäten innerhalb von oder zwischen europäischen Ländern für den Handel reserviert werden müssen. Und das kann dazu führen, dass deutlich weniger Strom in die Schweiz fließt. Kann, wie gesagt, das ist eine politische und nicht eine technische Frage. Und insofern ist es aus unserer Optik wichtig, dass die Schweiz auf politischer Ebene hier eine wie auch immer geartete Regelung findet mit der EU.